Ja, heute gibt's wieder einen Rhythmus, zwei Akkorde und damit spielen wir heute wieder drei Songs. Heute sind's die Akkorde E und A und ich zeig dir, was man damit alles anstellen kann. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michael von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Ja, dass man, wenn man jetzt mit Gitarre spielen beginnt, nicht am Anfang unheimlich viele Akkorde gleich können muss oder unheimlich viele Rhythmen, um überhaupt was spielen zu können, das möchte ich dir hier in diesem Video zeigen. Das ist ja mittlerweile schon das vierte aus der Serie hier mit zwei Akkorden, drei Songs spielen. Und heute sind's die Akkorde E und A und ich würde sagen, wir teilen das Ganze wieder so auf. Am Anfang zeige ich dir die Akkorde, dann den Rhythmus und anschließend die drei Songs. Ja, und ich würde sagen, wir legen mit den Akkorden los. Ja, beginnen wir mit unserem E-Dur-Akkord. Unser E-Dur-Akkord sieht so aus, der Zeigefinger, der liegt im ersten Bund auf der dritten Seite von unten, auf der G-Seite, auf dem Ton Gis. Der Mittelfinger sitzt im zweiten Bund auf der fünften Seite von unten oder der zweiten Seite von oben und direkt darunter sitzt im zweiten Bund der Ringfinger. Hier können wir alle Saiten anschlagen. Ja. So, und der zweite Akkord, den wir brauchen, der sieht so aus. Unser Zeigefinger liegt im zweiten Bund auf der vierten Seite von unten auf der D-Seite. Direkt darunter im zweiten Bund auf der G-Seite sitzt unser Mittelfinger und ebenfalls im zweiten Bund, aber auf der B- oder deutschen H-Seite, da sitzt unser Ringfinger. Ja? Schauen am besten, dass die unterste Seite auch noch mitklingt. Hier schlagen wir ab der zweiten Seite von oben ab der A-Seite an. So, das waren unsere zwei Akkorde und jetzt steigen wir in den Rhythmus ein. Für die Begleitung spielen wir heute einen ganz normalen Achtelrhythmus und das Ganze sieht so aus. Als Beispiel nehme ich oder greife ich den E-Dur-Akkord. Ich zupfe mit meinem Daumen zuerst die Bassseite an. Dann nehme ich meinen Zeige- oder Mittelfinger, einen von den beiden, und schlage nach oben. Das ist die Zählzeit und. Also Bass 1 und. Und dann nehme ich denselben Finger wieder, schlage nach unten und wieder nach oben. Also Daumen, dann schlage ich aufwärts, abwärts, aufwärts. Gezählt wird das Ganze 1 und 2 und. Und wenn ich das Ganze wiederhole, habe ich einen ganzen Takt. 3 und 4 und. Wir haben eigentlich immer 4/4-Takt oder meistens, ja, und dann sieht das Ganze so aus. 1 und 2 und 3 und 4 und. Unser erster Song, Achy Breaky Heart, beginnt mit dem A-Dur-Akkord und den spielen wir 3 Takte, anschließend spielen wir einen Takt E. Und jetzt dreht sich das Ganze um, jetzt spielen wir 3 Takte E und dann einen Takt A. Also wir haben eine 8-taktige Form, das Ganze sieht dann so aus. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt gehe ich auf meinen E-Dur-Akkord. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, jetzt 3 Takte nochmal E. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Zurück auf A. So, jetzt habe ich 8 Takte gespielt und der ganze Song läuft dann eigentlich auch so durch. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes up when I'm gone. You can tell my friends just what a fool I've been and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back up to the farm. You can tell my feet to hit the floor. Oh, you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. But don't tell my heart, my achy breaky heart, just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, it might blow up and kill this man.
Ja, alle Strophen und der Refrain laufen dann immer so weiter. Ja, der nächste Song heißt Ab in den Süden und da sieht es so aus, die erste Strophe oder von jeder Strophe, der erste Teil, spielen wir nur mit dem E-Dur-Akkord. Das heißt also, wir spielen 8 Takte lang den E-Dur-Akkord und danach spielen wir einen Wechsel, immer halbtaktig gewechselt. Das heißt also, wir spielen E, 1 und 2 und dann gehen wir auf A, 3 und 4 und wieder zurück auf E, 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die ersten, also der erste Strophenteil komplett nur mit dem E-Dur-Akkord, klingt das Ganze so. Oh, willkommen, 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 Sonnenschein. Wir backen unsere 7 Sachen in den Flieger rein. Ja, wir kommen, willkommen, willkommen, macht euch bereit. Reif für die Insel, Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Und jetzt bauen wir die Wechsel rein. Raus aus dem Regen, ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, was erleben, einen heben und am Bikinis erleben. Jetzt kommt es dick, Mann, ich rette den Tag. Ich sag ab, geh die Party und die Party geht ab. Und ich sag ey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher, hey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Eo, was geht? Ja, ich sag ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Eo, was geht? Der Sonne hinterher. Eo, was geht? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, oh. Und so weiter. Und dann geht's wieder los. Erster Teil nur mit dem E-Akkord und der Rest dann wieder in diesem halbtaktigen Wechsel. So, unser dritter Song ist, ja, ist so eher so ein traditional Song, uraltes Country-Stück, heißt Clementine. Und hier sieht es so aus, wir haben den ersten Wechsel eigentlich genauso wie bei Achy Breaky Heart. Wir spielen 3 Takte den A-Dur-Akkord, dann einen Takt den E. Zweite Reihe, also die zweiten 4 Takte schauen dann anders aus. Da wechseln wir jeweils immer taktweise zwischen E und A. Also das heißt dann, wir spielen E, A, E, A. Klingt das Ganze erstmal so. 3 Takte A. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt gehe ich auf E. 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und jetzt geht's weiter in den zweiten Teil. E, 1 und 2 und 3 und 4 und A, 1 und 2 und 3 und E und A. Und auch hier wird der ganze Song in dieser achttaktigen Form so gespielt. In the cavern, in the canyon, excavating for a mine, live a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. You are lost and gone forever, and drag for sorry Clementine. Und wie schon gesagt, die anderen Strophen gehen dann genau so. Ja, und wenn du das gut findest, wie du hier zum Beispiel Gitarre lernen kannst, ja, dann möchte ich dir gerne mein kostenloses Coaching-Programm hier empfehlen. Ja, da geht's genau so weiter. Also ich zeige dir Sachen und mit diesen Sachen kannst du unheimlich viel spielen. Und das ist, finde ich, auch total wichtig, dass man wirklich bei der Sache bleibt. Ich kann dir eins garantieren, mit dem kostenlosen Coaching-Programm wirst du merken, wie einfach Gitarre spielen sein kann. Und mich würde es freuen, wenn ich dich in diesem Kurs begrüßen kann. Nutz diese Chance. Die ist kostenlos, die ist komplett unverbindlich und der Kurs endet einfach. Viele haben immer Angst, dass sie sich für irgendwas verpflichten. Du verpflichtest dich zu gar nichts. Ja? Also trag dich ein, ja, und sei mit dabei. Nutz dieses megamäßig geile Angebot für dich. Wir sehen uns in der nächsten Lesson und bis dahin sage ich Ciao, der Michel.